Ich habe ja letzte Woche schon mal über mein Solarprojekt referiert und habe es ja tatsächlich jetzt installiert. Und ich will euch mal erzählen, was so in der ersten Woche alles passiert ist. Nochmal ein kurzer Rückblick für die, die letzte Woche noch nicht da zugehört haben. Ich habe eine 20 Watt Peak Solarzelle, ich habe einen Bleiakku, ich habe eine Ladeelektronik. Ich habe leihweise von Mutzi das Carambola-Board, vielen Dank dafür. Und ich habe insgesamt 1,5 Watt Stromverbrauch und das Ganze hat mich weniger als 100 Euro gekostet. Ich habe es auch getauft und zwar heißt es jetzt Solar Wind. Es hat nichts mit Solarwind zu tun, sondern ich brauche da einfach irgendeinen Hostname, den ich eintippen kann, damit ich halt nicht immer meine IP, die IP von dem Router eingeben muss. Und es war das Schnellste, was mir eingefallen ist. Deswegen heißt es jetzt Solar Wind, das Projekt. Oder Solar Wind, je nachdem, wie man es ausspricht. So, die Solarzelle habe ich mehrfach umpositionieren müssen, weil ich festgestellt habe, dass Schatten doch schon sehr tödlich ist für die Leistung. Das hat man immer schön gemerkt, wenn halt so der Schatten von dem Baum auf die Solarzelle wanderte, dann ging halt so der Stromertrag voll in den Keller. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe diverse Softwareanpassungen gemacht, also sprich, der lockt jetzt auch wunderbar nach Kosten. Gibt ein paar gerechnete Werte raus, um einfach das System besser zu verstehen. Es gibt die komplette Dokumentation auf meiner Homepage, die zeige ich am Ende des, also linke ich am Ende des Vortrags auf den Slides. Und es gab bisher ein paar weitere Planungen, was man mit dem System nur alles machen kann. Also eine Webcam dran, die man dann antwittern kann und ihr twittern kann, wie ist das Wetter so. Man bekommt dann ein Bild zurück. Und natürlich das Carambola 2 Upgrade, damit das System weniger Strom verbraucht. Also der aktuelle Stand. Also lief bisher durch. Toi, toi, toi. Also sprich, auch an etwas bewölkteren oder regnerischen Tagen hat das System überhaupt kein Problem gehabt, irgendwie auch die Nacht über durchzulaufen. Im Moment ziehe ich primärseitig vor dem DC-DC-Wandler ungefähr 1,5 Watt. Das versuche ich im Moment mit einem besseren DC-DC-Wandler heute Abend, den ich heute Abend einbauen werde, zu optimieren. Vielleicht sind wir dann bei 1,2, 1,3 Watt, aber wirklich einen Erfolg gibt es erst mit dem Carambola 2 Board, was tatsächlich ein Drittel nur braucht vom Carambola 1. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwie so auf 0,4, 0,5 Watt primärseitig komme. Das heißt, das System sollte dann mit einem Drittel der Leistung laufen, beziehungsweise im Winter kann es natürlich durchaus sein, dass das System gar nicht funktioniert, so wie ich es jetzt habe. Ja, so ein paar Leistungsdaten, also bei stark bewölktem Himmel, irgendwie zwischen 30 und 100 Milliampere, das war heute Morgen der Fall. Wenn man heute Morgen so zwischen 9 und 10 rausguckt hat, da war es ja schon recht duster. Bei mittelbewölktem Himmel so mit 100 bis 500 mA, das war jetzt so heute Mittag eher der Fall. Und bei richtig geilem Wetter, so wie es vor ein paar Tagen war, dann gibt die Vollgas die Zelle und sie schafft tatsächlich fast die 20 Watt Peak. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das schafft. Ich hätte so gedacht, es ja, ist so Herstellerflunkeln, aber sie hat tatsächlich zeitweise 18 Watt geliefert. Ja, meine Schlussfolgerung ist jetzt einfach, die Solarzelle ist völlig ausreichend für meinen ursprünglichen Plan mit den 0,5 Watt. Für die 1,5 Watt Geschichte muss man einfach schauen. Fraglich ist natürlich auch, was passiert im Sommer, wenn es mal ein paar Tage gibt, wo richtig schlechtes Wetter ist, so Gewitter über 2 Tage. Oder im Winter, ja. Aber das immer noch nicht. Ist ein paar Monate hin. Ja, ich habe gesagt, ich pushe das Ganze auf Kosten. Und zwar gibt es bisher 10 Metriken. Es gibt einmal Spannung, Strom für die Zelle, also was die Zelle tatsächlich liefert. Es gibt Spannung, Strom für die Schaltung, also was die Schaltung zieht. Es gibt die errechnete Leistung daraus. Die Rechenwerte sind übrigens alle kursiv hier dargestellt. Die Gehäusetemperatur, danke an Alex für den One-Wire-Temperatursensor. Der bringt wirklich sehr aufschlussreiche Informationen. Es wird der Energieverbrauch der Schaltung berechnet, also sprich, was zieht die Schaltung? Und es wird errechnet, was die Zelle tatsächlich liefert. Und anhand von den beiden Werten kann ich natürlich auch sagen, habe ich an einem Tag genug Energie erwirtschaftet, um das System, ich sag mal, im positiven Bereich zu betreiben oder gab es halt eher einen Verlust, wo ich dann einfach so ein bisschen ja, bangen muss, dass es irgendwie die Tage dann besser wird.
Das ist im Prinzip Differenz Energieertrag minus Energieverbrauch. Ja, und die Leistung wird errechnet. Genau, die Energieberechnungen sind seit gestern drin. Deswegen gibt es da noch nicht allzu viele Daten, aber die zeige ich euch gleich nochmal. Und ich speichere komplett alle Daten nochmal lokal, weil es bei Kosten leider keine Möglichkeit gibt, die Daten irgendwie komplett runterzuladen. Die haben so eine komische API, wo man irgendwie das ganze stückchenweise runterladen kann, aber wirklich toll ist das nicht. Das ist total der Krampf davon, von längeren Zeiträumen die Daten zu kriegen. Ja, also bevor wir jetzt weitermachen, ich zeige euch einfach mal so die Daten, die wir hier so haben. Und zwar gehe ich mal hier auf jeweils eine Woche, dann sieht man ein bisschen mehr. Ich mache es ein bisschen größer. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Oh ja, sieht wunderbar aus. Also, wie gesagt, das ist hier die, ich habe es Current Battery genannt, weil es technisch gesehen am Ausgang der Batterie hängt. Das ist das, was der Router tatsächlich liefert. Hier sieht man schön, das war das Carambola-Board mit aktivierten Ethernet-Ports. Dann habe ich hier die Ethernet-Ports deaktiviert und habe da mal eben so um die 50 mA eingespart. Das ist der Strom, den die Zelle liefert. Also das hängt tatsächlich technisch gesehen zwischen der Zelle und dem Laderegler. Das war am 1. Mai, da habe ich sie installiert. Da war es relativ cooles Wetter. Hier sieht man, die Zelle kriegt, ja, wenn man da, es müssten so um die 18, 15. Machst siehst du doch hier 14, 15, 1400 Ja, weil ich kann nicht da Informationen hochscrollen. Ich kann noch. da jetzt. Ja, ganz links. Ah, Toll, jetzt macht dann Reload. Super. Oder habe ich irgendwas gedrückt? Ne, ich habe irgendwas Danke, gedrückt. Mike. Was denn? Hätte ich Danke, kicken Mike. müssen. Schon noch an der Y-Achse. Stimmt. Ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Irgendwas ist da gerade komisch passiert. Also wie wir sehen, im Moment liefert sie halt nichts, also weniger als 1 mA. Ob das Messfehler sind oder ob die tatsächlich was liefert, weiß ich nicht. Auch bei den Werten ist mir das auch völligst egal. Das ist die erste Rechnermetrik, die habe ich gestern reingebaut. Sie zeigt im Prinzip, wie hoch der Energiegewinn seit Mitternacht war. Wird immer Mitternacht resettet und hier sieht man schön, so um 8:30 Uhr, 9 Uhr fängt es dann so an. Und es geht heute recht linear, also was heißt linear, also recht stetig nach oben. Es gibt Tage, da sind einfach mehr Zacken drin. Können wir gucken, ob ich von gestern noch ein Beispiel habe. Nee, leider nicht. Also insgesamt hat die Zelle heute 46 Wattstunden erwirtschaftet. Und der Router braucht ungefähr so zwischen 32 und 36 Wattstunden am Tag. Das heißt, ich habe hier ungefähr 10 Wattstunden einfach über, die ich heute erwirtschaftet habe. Das ist hier nochmal die Leistung der Zelle. Das ist die Leistung der Schaltung. Man sieht hier ungefähr 1,4 und 1,5 Watt. Je nachdem, warum da Peaks sind, habe ich keine Ahnung. Das scheint irgendwie ab und zu passieren. Wahrscheinlich, wenn ich die Messung vornehme und der Router gerade ein bisschen Load hat. Aber so im Schnitt ist es so zwischen 1,4 und 1,5 Watt, die das System zieht. Hier haben wir lustige Temperaturcharts. Im Moment steht der Kasten in der Garage und die Garage isoliert und der Kasten isoliert. Und man sieht halt hier tatsächlich, dass es wirklich zwischen 15 und 25 Grad fast täglich wechselt. Wenn es Hochsommer ist, muss ich mir überlegen, ob die Kiste nicht einfach zu warm wird da drin. Aber das werde ich dann noch sehen. Ja, die Spannung der Batterie, das ist vielleicht insofern ganz interessant, weil alles, was unter 9,9 Volt sinkt, heißt, dass der Akku wirklich kurz vorm Abnippeln ist, weil er leer ist. So tief kam ich Gott sei Dank bisher noch nicht. Also man sieht hier so, der tiefste Peak ist so bei, naja, am ersten Tag, weil die Batterie nicht geladen war. 10,6 Volt, da war noch ein bisschen Luft, also ich sag mal, einen Tag hätte ich noch ausgehalten, aber
ist schwierig. Also man muss halt auch wissen, dass die Batterie das System mit den 1,5 Watt maximal 2 Tage versorgen kann. Danach ist Feierabend. Also wenn 2 Tage keine Sonne ausreichend scheint, also wirklich dunkel ist, sage ich mal, dann ist es vorbei. Ja, wer sich das genauer mal angeschaut hat, der wird feststellen, dass die Zellenspannung und die Batteriespannung ziemlich identisch sind. Das liegt daran, dass der Solarladeregler nicht irgendwie das positive Ende der, also das positive Terminal abklemmt, sondern das negative. Das heißt, ich kann tatsächlich nicht messen, wie hoch die Spannung auf der Zelle ist, sondern ich kann nur die Gesamtspannung messen. Also normalerweise hätte ich mir so gedacht, der hat halt irgendwie Plus und Minus von der Zelle und koppelt einfach Plus ab, wenn es ihm zu viel wird. Tut er aber nicht, sondern er koppelt tatsächlich Ground ab. Und da ich gegen... Ist billiger, weil dann kann man mit dem NMOS kommen und das ist einfacher anzusteuern als ein PMOS. Richtig, genau das tun die nämlich auch. Die haben ein N-Channel-MOSFET und kappen dann einfach Ground und deswegen kann ich es nicht messen. Und das Spannendste, glaube ich, ist tatsächlich diese Metrik. Und zwar zeigt sie an, zu jedem Zeitpunkt eines Tages, ob ich mich im positiven Bereich befinde oder ob ich Verlust mache in meiner Energiebilanz. Und jetzt sieht man hier, das war jetzt der Mitternachtsreset. Klar, Mitternacht ist dunkel. Das System verbraucht erstmal bis ungefähr 9.30 Uhr und dann fängt er an, Energie zu produzieren und ungefähr um 14 Uhr irgendwas hat er tatsächlich so viel Energie produziert, dass er in den positiven Bereich kam. Das ist tatsächlich die Summe von der Energie, die er produziert hat, minus die Energie, die das System verbraucht hat. Oder Leistung oder wie auch immer. Begrifflichkeiten kenne ich mich nicht so mit aus. Und jetzt sieht man halt wieder, er hat halt bis ungefähr 5:45 geladen und jetzt geht halt der Energieverbrauch wieder runter, weil keine Sonne mehr da ist. Und solange die Kurve ungefähr so aussieht, ist es alles super, weil dann trägt sich das System, wenn es halt irgendwie, ich sag mal, am Ende des Tages unter Null bleibt, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich einfach gucken, ob die Solarzelle dann das System weiter powern kann. Ist dieser Sprung da links, ist das der Reset? Hier? Ja. Genau, er resettet einfach um Mitternacht, damit ich davon ausgehen Dinge berechnen kann. Das heißt, gestern war es irgendwie negativ insgesamt? Ja, weil ich das gestern Abend das installiert habe, das Ganze. So. Also hier war halt, also 16 Uhr, 15 Uhr irgendwas habe ich das Ding eingebaut, dann hat er ein bisschen geladen und ist dann natürlich logischerweise ins Negative gerutscht, bis 0 Uhr. So, dann sind wir auch jetzt fast schon am Ende mit dem Vortrag. Ich wurde ein paar Mal gefragt, ne? Was? Zum Geier. Jetzt. Also ich wurde ein paar Mal gefragt, ob ich mir schon mal überlegt habe, die Solarzelle der Sonne folgen zu lassen. Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht, aber ich habe mir überlegt, das ist einfach viel zu viel mechanischer Aufwand. Ich muss es warten, ich muss da nochmal richtig Geld reinstecken. Ich muss eine Solarzelle, die mit Halterung ungefähr 2 Kilo wiegt, drehen können. Ich muss das Ding ölen, ich muss gucken, dass die Mechanik nicht im Wasser steht. Ich kenne mich mit Mechanik nicht so wirklich aus und es gibt vielleicht 5-10% Gewinn maximal, weil man sieht hier an der Grafik, also selbst wenn die Solarzelle hier völlig ungünstig steht, liefert sie immer noch 80% ihrer Leistung. Und habe ich mir gesagt, das lohnt sich einfach nicht vom Aufwand her. Mal davon abgesehen, dass meine Idee ja auch so Mesh-Networking war, dass man diese Teile in den Wald reinstellt, da will man sowieso so wenig möglich mechanische Bewegungen haben. Weil man muss es halt ordentlich ausrichten, muss gucken, dass man noch genug Sonnenenergie abbekommt oder auf Freiflächen im Wald oder an hohen Bäumen und dann wäre es Drehen eh so ein bisschen... Also wenn da jemand von euch Spaß dran hat, kann er das machen, aber ich fand es halt einfach unnötig. Auch nicht für die 5-10%. So, das war's auch schon für den Vortrag. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie jetzt. Vorher klatscht. Wie ist es, wenn jetzt die Batterie mal leer läuft?
Das System, das dann reagiert, also reagiert das dann drauf? Oder, Nein, also es gibt eine Funktionalität, das heißt, wenn der Strom weg ist, er fährt hoch, startet seine Kostenfeeds und die Berechnung geht ab dem Moment los, ab dem er quasi wieder aktiv wird. Das heißt, diese Energiebilanz, die du unten gesehen hast, die geht immer von dem Startzeitpunkt des Systems aus. Also ich speichere auf dem Router keine Information, also keine Historie von den Daten, wenn du das meinst. Nee, was ich eigentlich meine, ist so, wie das jetzt technisch aussieht. Also die Batteriespannung sinkt und dann irgendwann dann sagt irgendwann das System einfach zusammen und genau. Dann setzt es sich und ja. Dann ist es vorher noch eine Warnmeldung oder so, wie ist das? Nee, im Moment sind es keine Warnmeldung. Die einzige Warnmeldung, die tatsächlich rausgeht, ist über einen Cosm-Trigger und der kommt schon bei 10 Volt, damit ich einfach noch genug Zeit habe zu reagieren. Der Solar-Laderegler macht, glaube ich, auch ungefähr bei 9, irgendwas einfach dicht, damit er die Batterie nicht tiefenentlädt, den Bleiakku. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Aber es wird. Der Solar-Regler würde dann quasi abschalten. Er würde einfach. Schwelle, dann macht er aus. Genau. Einfach, um auch den Akku zu schützen, genau. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der höchstwahrscheinlich nachts diese Schwelle überschreitet. Das heißt, ich kann eh nichts tun, aber es ist nicht schlimm, weil das System fährt auch einfach wieder am nächsten Morgen hoch, wenn die Sonne scheint. Wann kommt die Windturbine? Weiß ich nicht, mal gucken. Also die Challenge war tatsächlich wirklich erstmal den kompletten Prozess für eine Solarzelle durchzugehen. Gucken, stimmt das von der Größe her? Passt das mit dem Router? Hat er genug Stromverbrauch. Genau, richtig. Passt das mit dem Stromverbrauch von dem Router? Weil es gibt tatsächlich Menschen, die nehmen da so einen ganz normalen WRT54GL, der halt primärseitig 12 Volt 1 Ampere zieht und packen dann so eine große Solarzelle hin und publishen überhaupt keine Messdaten. Gut, die haben auch irgendwie dann eine Autobatterie. Das heißt, die haben extrem viel Puffer und den habe ich einfach nicht, weil ich auch einen kleinen Akku habe. Der hat 5 Amperestunden und ich will da keine Autobatterie dranhängen, weil dann wäre es witzlos. Dann ist es auch viel zu groß. Das ist ein Bleigel-Akku, ja, ein wartungsfreier. Wobei, warte mal, kann gerade mal gucken. Ich habe das alles auf meiner Seite stehen. Das war, glaube ich, ein Gel-Fließ-Akku oder sowas. Also das ist die Bezeichnung von dem Ding. Ist eine deutsche Firma und kommt ursprünglich aus den USA. Gut, weitere Fragen? Ups. So, Akku, das ist so eine Kiste praktisch, wo der Akku und die Elektronik drin ist. Ne? Aus meinem Foto sah man das. Ich kann das auch gern nochmal hier größer machen. Und die ist jetzt auch draußen? Oder ist die ist im Moment noch drin, weil ich tatsächlich diese, kann ich dir mal zeigen, das ist so eine Kabeldurchführung. Hier gibt es einen Faktor dafür, die fehlt ja noch. Das heißt, ich konnte das Ding halt ein bisschen draufstellen, weil diese. Und dann kann ich es theoretisch auch rausstellen. Also das Gehäuse ist so ein Bobbler-Gehäuse, was einfach mit einem O-Ring quasi versiegelt ist. Und unten, also das einzige Loch ist tatsächlich unten, da wo das Kabel reingeht und da habe ich jetzt die Verschraubung dafür. Also ich habe jetzt gefragt, weil ich dachte, wenn es Winter ist, könnte man mal überlegen, ob die Verlustleistung da drin reicht, das frostfrei zu halten. Das weiß ich nicht, aber deswegen habe ich ja den Temperatursensor, eben, weil ich es wissen will. Und vermutlich kommt noch irgendwann ein Feuchtigkeitssensor dazu, damit ich eben auch weiß, ob die... du kennst ja die Silizia-Gel von deinen Schuhen, wenn du sie kaufst. Und das habe ich da einfach ein bisschen reingelegt. Ich habe leider nicht genug, aber ich möchte dann einfach wissen, ob das mit der Feuchtigkeit da drin passt oder ob es da Probleme gibt. Gut, dann bedanke ich mich.